So, heute gibt es einen Kick-Up. Kick-Up ist ein guter Einsteigertrick, sieht cool aus und ist auch cool einfach zu können. Deswegen einmal den Kick-Up für euch, der sieht einmal so aus. Gut, bei dem Kick-Up gibt es drei Aspekte, wo wir den Fokus drauf legen wollen. Zunächst einmal das nach hinten rollen. Bei dem nach hinten rollen, das ist sozusagen wie ein Anlauf bei jeder anderen Übung und dadurch verschaffen wir einen Schwung, den wir dann durch das Rauskicken in die Höhe umwandeln. So, dann sind wir auch schon mit dem zweiten Punkt, einmal das Rauskicken und Rausdrücken. Dadurch kriegen wir Höhe, die wir dann beim dritten Schritt brauchen oder beim dritten Aspekt. Beim dritten Aspekt brauchen wir dann das Ranziehen der Beine und das nach vorne legen des Oberkörpers, damit wir dann auf den Boden kommen. Das sind einmal die drei Aspekte, zu denen wir dann ein paar Vorübungen machen. So, Vorübung Nummer 1, wir lernen erstmal das nach hinten rollen. Dafür machen wir uns ganz klein und rollen nach hinten und wieder nach vorne. Nach hinten und wieder nach vorne. Okay, wenn das geklappt hat, nehmen wir die Hände mit dazu. Heißt, wir rollen nach hinten, bis wir auf dem oberen Rücken drauf liegen und die Hände aufliegen und dann wieder runter. Okay? Einmal nach hinten, Hände aufsetzen und wieder nach vorne. Nach hinten, Hände aufsetzen und wieder nach vorne. Ihr könnt auch gerne in der Endposition erstmal eine Sekunde bleiben und dann wieder nach vorne kommen. Und das war die Vorübung Nummer 1. Bei der zweiten Vorübung lernen wir das Rauskicken. Dafür machen wir genau das gleiche wie bei dem Schritt 1, nur mit einem kleinen Kick. Heißt, wir rollen nach hinten und hier kicken und nach vorne kommen. Nach hinten kicken und nach vorne kommen. Okay, das machen wir einmal so lange, bis wir uns sicher fühlen. So, im dritten Schritt gehen wir auf die Lagenveränderung ein. Heißt, wir fangen jetzt hier hinten an und versuchen von hier so schnell es geht nach vorne zu kommen. Okay, auf die Füße direkt. Sodass wir eigentlich die Flugphase überspringen und Anfangsstadium und Endstadium haben von der Übung, okay? So, ab jetzt versuchen wir den Kick-Up zu machen. Was wir jetzt dabei beachten müssen, wenn wir jetzt nach hinten rollen, sind wir hier und hier müssen wir nicht nur mit den Beinen rauskicken, sondern wie schon davor erwähnt, auch mit den Armen, okay? Wenn das gemacht ist, müssen wir dann so schnell es geht die Beine ranziehen und den Oberkörper nach vorne bringen. Da sind auch ein paar Fehlerquellen, die euch passieren können. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier seid und nur aus dem Bein rauskickt, kommt ihr nicht mehr raus. Wenn ihr jetzt nur aus dem Arm rauskickt, kommt ihr nicht mehr raus. Okay? Das gleiche, wenn ihr den Oberkörper oder die Beine nicht mehr ranzieht, kommt ihr auch aus der Lage, aus der Rückenlage nicht raus. Deswegen probiert es aus, übt weiter, bis es klappt. Besorgt euch einen weichen Untergrund wie Rasen oder eine Decke oder sonstiges. Und einfach dranbleiben. Gut, und dann noch hinterher eine kleine Challenge für die Fortgeschrittenen oder für die, die den Kick-Up jetzt geschafft haben und eine kleine Herausforderung haben wollen. Wir machen jetzt das Ganze mit einer halben Drehung. Heißt, wir fangen hier an, rollen nach hinten und halbe Drehung. Okay, versucht's einmal.